Team. Jawohl! Ja. Dankeschön! Viel Spaß und noch! Achso, danke nochmal für die Zugabe und so. Danke nochmal für die Zugabe und so. Achso, es sind ja bald Wahlen. Wen wollt ihr eigentlich wählen? Oder geht ihr nun bald wählen? Ja? Nein. Vielleicht. Ja. Geht ihr nun bald wählen? Ja. Nein. Vielleicht. Wählt setzt ihr euer Kreuz in Bein? Ja. Nein. Vielleicht. Wählt ihr die NPD? Nein, das wollten wir gar nicht. Aber die NPD, die muss auch noch rein. Wählt ihr die NPD? Nein! Nein. Ja. Ja, der geht mal raus. Dann im Messer. Scheiße. Ihr könnt ja mitmachen. Nee, komm. Ja, toll. Ihr wolltet zu bleiben. Okay, ihr kriegt sie.
bedanke uns recht herzlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao! Dadurch, dass wir ja jetzt, wie gesagt, im Semiprofi-Bereich sind, so müssen wir ja auch die klassischen Fälle der modernen Band-Pop-Machung vollziehen. Alter, kannst du mal aufhören, so eine Scheiße zu labern hier? Das kann ich gar nicht leiden, das konnte ich noch nie leiden. Naja, trotzdem. Und, ja, genau, und, da, aus, und da geht's los. Das ist, genau, das, aus das, diesem Diskriminierung. Grund, Diskriminierung ist das. Ja. Genau aus diesem Grund müssten wir uns demnächst trennen, um uns dann später zu reuniten, wie der englische Fachausdruck dafür lautet. Und dann haben wir nämlich die ganzen Fans, die wir jetzt schon haben, richtig, richtig am Haken. So. Und dann werden wir berühmt. Also eigentlich sind wir ja schon fast berühmt, so semi-berühmt halt. Und wow, Gottes Arsch. Ey! Und also die ganzen Streits in der Band, so eigentlich müssen wir uns jetzt bald trennen. So. Es geht ja sonst nicht weiter, so. Es kann ja nicht sein. Kenn ich auch ein bisschen. Und ja, überhaupt so, diese ganze Cola trinkende Ader hier von Philipp und dieses Gummi. Also ich kann unterm Strich so verstehen, ihr wollt euch gar nicht vertragen. Nee, also vertragen ist ja eigentlich so eine ganz lasche Sache. So. Ich meine, wo kein Streit ist, da kommt auch nichts Neues. Ne? Zerstörung schafft Platz für neue Sachen. So. Dadurch, dass wir uns, indem wir uns trennen, zerstören, können wir praktisch wieder was Neues zusammen machen. Also ihr könnt nur kreativ sein, wenn ihr euch mal ordentlich in die Wolle kriegt, oder wie? Zum Teil. Vielleicht sollte Philipp dazu noch was sagen. Ist alles gesagt. Ich. Nein, nicht. Ist er ist bockig. Ist voll bockig, glaube ich. Bockig wie ein Bock. Bier. Bockziege. Also dadurch, dass wir uns jetzt auflösen, aber trotzdem irgendwie demnächst irgendwann, wann war das nochmal? Irgendwann so Mitte Oktober oder so haben wir noch einen Gig. Das heißt, wir müssen praktisch die Auflösung und die Neugründung schnell vollziehen. Aber naja, das schaffen wir schon irgendwie. Ja, also dadurch. Wir können jetzt anfangen damit. Ja, wir trennen uns einfach. Trennen uns jetzt. Trudi Hani ist gestorben. So, bums. Ja. Können wir eigentlich nach Hause? Eigentlich hier gleich so. Wow, keine Lust mehr. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Nee, da piept er das letzte Mal und dann war er weg. Ja.